Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch zeigen, wie man bei der Cafissimo Pure Black Edition, in meinem Fall von Tchibo, einen Espresso zubereiten kann, einen Kaffeecrema zubereiten kann oder den gewöhnlichen Filterkaffee zubereiten kann. Wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt kurz dran. Ich zeige euch schnell, wie es geht und dann wisst ihr Bescheid, wie die Maschine richtig bedient wird. Wir legen los. Wir brauchen natürlich unsere Tasse. Die legen wir jetzt einmal hier in unsere Kaffeemaschine rein. Dann schalten wir die hier einmal an der Seite ein. Die Kaffeemaschine fährt jetzt hoch. Je nachdem, wie lange sie aus war, muss sie auch vorgeheizt werden. Wenn die Kaffeemaschine aber einsatzbereit ist, dann seht ihr, dass eure drei Kaffeetassen hier nicht mehr blinken, sondern durchgängig leuchten. In meinem Fall ist es so, weil ich die Kaffeemaschine jetzt nur kurz einmal an und aus gemacht hatte. Somit ist sie noch vorgewärmt. Ja, wir haben unsere Kapseln hier, die könnt ihr hier sehen. Das ist eine Kunststoffkapsel. Die Maschinen stehen zu Recht in der Kritik, dass sie ziemlich viel Müll produzieren. Es gibt solche Kapseln übrigens auch wiederverwertbar. Die verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung. Gerade wer etwas mehr Kaffee trinkt oder halt häufig auch Besuch hat und Kaffee anbieten will, für diesen diese wiederverwertbaren Kapseln auf jeden Fall eine richtig gute Alternative. Wir machen das jetzt aber hier mit so einer Einmalkapsel und ihr könnt ja jetzt sehen, wir haben hier drei verschiedene Tassen, die unterschiedlich leuchten. Welche muss ich jetzt nehmen, welche muss ich drücken? Es ist so, dass das Weiße für den Espresso ist. Die braune Taste ist für den Kaffeecrema und die blaue Taste, das ist der herkömmliche ganz normale Kaffee, Filterkaffee, wie wir ihn kennen. Und ja, ich brauche euch jetzt nicht zeigen, wie man dreimal unterschiedlich hier für einen Espresso oder Kaffeecrema den Knopf drückt. In meinem Fall haben wir einen ganz normalen Filterkaffee, das wäre dieser. Und den zeige ich euch jetzt, wie man ihn zubereitet. Der Rest, ob Espresso oder Kaffeecrema, sieht dann am Ende genau gleich aus. Schmeckt nur ein bisschen anders. Der Kaffeecrema hat vielleicht ein bisschen mehr Creme. Oder der Espresso ist halt einfach ein bisschen weniger. Ja, ihr habt schon gesehen, ich habe jetzt hier den Bügel einfach aufgemacht. Den macht ihr einmal komplett bis zum Anschlag auf. Dann könnt ihr hier euer Pad einmal reinlegen. Und dann macht ihr einmal den Bügel wieder komplett zu. Und zwar so, dass er richtig einrastet. Und dann drückt ihr die Taste. In meinem Fall habe ich ja den normalen Kaffee. Da steht übrigens auch auf der Verpackung drauf, welche Taste ihr drücken müsst. Und wenn ihr die Originalkapseln verwendet, die ein bisschen teurer sind, ich hatte jetzt welche, die nicht original sind, dann passen die Farben auch überein. Dann habt ihr zum Beispiel für den Kaffeecrema auch eine braune Kapsel oder halt für den Filterkaffee eine blaue Kapsel oder Espresso halt die weiße Kapsel. Ich drücke jetzt hier einmal meine Tasse und dann lasse ich euch auch den Kaffee einmal in Echtzeit durchlaufen, damit ihr sehen könnt, wie schnell das geht und wie laut die Kaffeemaschine auch ist. Das ist für viele auch mal sehr interessant und vielleicht auch eine Überlegung, ob man sich das Gerät kauft oder nicht. Der Kaffee ist einmal durchgelaufen, den können wir jetzt auch trinken. Jetzt vielleicht die Frage, was ist mit der alten Kapsel, wie kriegen wir die da wieder raus? Dazu machen wir einmal den Bügel hier auf. Ihr habt es gehört, dann fällt die Kapsel einmal runter und die könnt ihr hier, indem ihr dann kurz einmal den Behälter abnimmt, könnt ihr das hier einmal aufmachen und hier unten landet dann die alte Kapsel, die ihr dann ganz normal über den Hausmüll entsorgen könnt.
Wie ihr gesehen habt, ist die Maschine von der Bedienung her sehr einfach. Es gibt drei unterschiedliche Getränke, die ihr machen könnt. Übrigens, wer einen Tee mit der Kaffeemaschine machen möchte, benutzt auch den mittleren Knopf, nämlich den für Kaffeecrema. Da können auch mit Teekapseln dann ganz normal Tee gemacht werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.